Hey ho, meine Lieben. Dienstag, 13.38 Uhr. Ich packe mich jetzt zusammen. Also erst einmal im Keller runter. Da muss ich noch die Reifen fertig aufpumpen von meinem Fahrradl. Hier habe ich meine Satteltasche. Eine bloß. Gepackt mit ein bisschen Brotzeit. Und ich nehme die große Cam mit. Die kleine ist der Akku leer. Und dann werde ich ja mal die Donau entlang radeln, ein paar schöne Aufnahmen machen und dann mal gucken, ob ich da ein schönes Grillplätzle finde. Weil noch ist das Wetter halbwegs schön, dass ich mir nicht einen Arsch abfriere. Okay, dann gehen wir erst einmal in den Keller runter und dann zeige ich euch erst einmal mein Fahrradl. Und ja, dann mache ich das soweit fertig. Auf die Schnelle muss ich eigentlich bloß die Räder oder Reifen aufpumpen. Ja, Satteltasche hinmachen und dann kann es schon losgehen. Attacke! So, und jetzt nicht erschrecken. Jetzt werdet ihr mal sehen, was ich hier eigentlich für ein Problem habe. Ja, das ist mein Keller. Vollgestopft bis oben hin. Und ich weiß nicht einmal, wo der Klappo ist. Der wird irgendwo, ja, da im Regal drin stecken. Da muss ich irgendwie einmal noch gucken, dass ich herankomme. Aber hier ist mein Fahrradl. Ja, da ist die Luftpumpe und ich pumpe jetzt erstmal die Räder auf und dann machen wir die Satteltasche hin. Und da dies ja eine Erkundungsmission ist, habe ich jetzt nicht einmal ein Stativ dabei. Da steht es in seiner vollen Pracht. Satteltasche ist befestigt, wunderbar. Und ja, das ist mein Fahrradl. Ich werde jetzt aber trotzdem noch mal schnell aufgehen und mir noch eine Mütze holen, weil das ist mir ja doch etwas zu kühl heute ohne. Ja, die Frage ist halt, wenn es so hier entlang aussieht, ob ich hier irgendwo ein Grillplätzle finde. Tja, fahren wir mal weiter. Bis jetzt fahre ich ja noch nicht lange auf diesen Fahrrad-Donau-Weg. Aber schön ruhig, schön nett. Nebengewässer, okay. Naja, irgendwo werde ich schon was finden. Verdammt nochmal, leider hat mich der Weg hier von der Donau und von der Brenz, weil da hat die Brenz oder mündet die Brenz ein bisschen weggeführt. Ja, ein bisschen außer Atem bin ich schon. Leider kann ich nicht sagen, wie viele Kilometer ich gefahren bin, weil meine Batterie vom Fahrradtacho leer ist. Tja, aber da vorne ist auch schon wieder Gundelfingen. Dann schaue ich, dass ich wieder irgendwie darüber komme. Richtung Donau. Boah, also irgendwas, gut über 10 Kilometer bin ich schon gefahren. Weil wenn ich hier jetzt schon Gundelfingen war, also kurz davor, wo ich vorher gearbeitet habe. Und ja, jetzt wieder in den Wald rein bin, Richtung Donau. Hammer, sollte sich aber hier jetzt in direkter Umgebung was finden. Da wäre Autoparkplatz. Haha, da könnte ich sogar mit dem Auto herfahren. Ja, aber jetzt fahren wir mal in die Richtung weiter. Aus der bin ich gekommen. Naja, schauen wir mal, vielleicht finde ich ja noch was. Gab es da nicht irgendwann einmal ein Lied von Schöne Donauauen oder sowas? Drauf geschissen. Also, steile Böschung. Hier wie drüben und ich weiß nicht, also hier unten in so einer Senke, das ist auch kacke. Naja, jetzt schaue ich, dass ich wieder in die Richtung fahre, so Richtung Lauingen. Was steht da dran? Lauingen, hau mich tot, 5 Kilometer, Brenzmündung 3,3, Donaustausee Faimingen. Naja, fahren wir mal einfach in die Richtung weiter, vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich radel und radel und radel und naja, da unten sind immer wieder ganz nette Ausbuchtungen. Ja, da könnte ich mir es eventuell vorstellen. Aber nur eventuell, wenn sich nichts Besseres ergibt. Naja. Tja, und was mache ich hier jetzt?
Ich mache hier jetzt noch mal ein kleines Päuschen mit einem Latte Cappuccino und einem schönen selbstgeschmierten Wurstbrötchen, was ich gerade versuche mit einer Hand auszupacken. Ach, komm schon, Feigling. Mei, wer hat das wieder eingepackt? Mein erstes Essen heute. Und das nachmittags um 2:30 oder 3 oder was wir haben. Ich werde jetzt weiter in die Richtung fahren. Bootschleuse rechts, rechte Seite einhalten, bei Blinklicht weiterfahren. Weiterfahrt wegen Lebensgefahr untersagt. Ah, das gilt, glaube ich, für Boote oder so. Habe ich gar nicht gewusst, dass die hier auch Schleusen eingebaut haben in dem Bereich der Donau. Naja. Und dann wäre ich hier wieder am Anfang meiner kleinen Donaurundfahrt am einem Ufer. Nach vorne bin ich runtergekommen. Da sind bloß jetzt Leute, da kann ich nicht hinfilmen. Da bin ich entlang gefahren. Naja, jetzt mache ich hier noch ein kleines Päuschen. Hauen wir noch Krapfen und nochmal ein Käffchen rein. Und dann fahre ich nach Hause und dann sprechen wir nochmal ein bisschen auf Fazit. Also, dass es ziemlich enttäuschend war heute, das kann ich jetzt schon sagen. Leute, Mausi, total außer Atem bin ich wieder da. Was soll ich sagen? Jetzt haben wir es kurz vor 4. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich losgefahren bin. Es war auf alle Fälle schön, mal was anderes, mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Wenn auch leicht enttäuschend, weil ich nicht wirklich einen schönen Grillplatz gefunden habe. Aber ich habe ja noch ein paar andere Möglichkeiten, an der Donau entlang zu radeln. Dann gibt es ja da in der Richtung, Richtung Dillingen, noch einen See. Da weiß ich, das ist als Grillplatz ausgeschrieben. Aber ja, da werden wir, oder werde ich noch weiter suchen. Fazit zu heute: ein toller Nachmittag, hat Spaß gemacht. Das Wetter ist noch viel zu kalt zum Radeln. Ich hätte wenigstens Handschuhe und mehr Taschentücher mitnehmen sollen. Aber ansonsten, ja, geil. Wer schenkt mir Elektrofahrrad? Nee, Spaß beiseite. Oder ein Umbausatz zum Elektrofahrrad. Aber ja, egal. Ich habe ein normales Fahrrad und das werde ich auch noch eine Weile behalten. Okay, in dem Sinne, Grillplatzsuche, Versuch Nummer 1, nicht erfolgreich. Es wird in dieser Reihe definitiv weitergehen. Leute, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal und ja, Daumen nach oben, auch wenn es nichts mit Grillen zu tun hatte. Doch, es hatte was mit zu grillen, mit Grillen zu tun. Ich habe einen Grillplatz gesucht. Egal. Ciao.